einem Steinmetz fehlt es an Stein. Den reiße ich jetzt erstmal ab. So. Haben wir das nämlich auch mal so weit erstmal gesichert. Ist nämlich gerade eine Sache aufgefallen. Das bringt hier gar nichts so, weil... Ja, man kommt da halt trotzdem irgendwie verdammt leicht hoch. Es gibt kein Zurück. Hatten jetzt wohl Glück, dass keine beiden Bauarbeiter gestorben sind. Schon unterwegs. Die Regenzeit hat eingesetzt. Das Lagerhaus ist voll. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Verstanden. Angriff! Angriff! Jawohl. Jetzt teilen sie sich auf. Schon unterwegs. Sobald die Regenzeit vorbei ist und der Quicksave vorbei ist. Angriff! Werde ich dann nämlich mal da nach oben gehen und da das Teil dann mal zerstören. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Schon unterwegs. Ich frage mich nur, wohin die jetzt geflohen sind. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Verstanden. Ich hoffe, sie halt irgendwie mit Masse überrennen zu können. Weil mit Stärke wird so schnell nichts. Ist mir ehrlich gesagt, dass sie egal, ob es schön aussieht oder nicht. Bin ich ehrlich. Die Regenzeit ist vorüber. Hauptsache, es ist irgendwie mal da und man merkt das, was sich tut. Egal, Hauptsache, es ist da. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Verstanden. Jawohl. Na, ja, wir dürfen nicht durch. Okay. Jawohl. Oh, das Gebiet gehört auch jemand. Kämpf weiter. Verstanden. Schon unterwegs. Hoppla, ich gehe da mal ganz schnell wieder weg. Verstanden. Jawohl.
Angriff! Angriff! Puh. Ah, da bewegt sich was. Schon unterwegs. Verstanden. Wie ihr wünscht. Unsere Truppen werden angegriffen. Oh. Stürmt los. Ich glaube, wir haben die ein bisschen was gestört, kann das sein? Upsi. Verstanden. Schon unterwegs. Aber ich weiß jetzt, woher die Truppen kommen. Jawohl. Verstanden. Schon unterwegs. Jawohl. Verstanden. Verstanden. Schon unterwegs. Ich frage mich jetzt nur... Wie ihr wünscht. Hier kommt man rüber. So easy. Wie ihr wünscht. Stürmt los. Tempel von Kana. Zack. Verstanden. Der erste Tempel ist zerstört. Ihr habt dem unheilvollen Ort seine Macht genommen. Auch die Zweifler in Almeti zeigen nun erste Anzeichen von Hoffnung. Doch noch sind sie besorgt, dass uns göttliche Strafe droht. Sucht nun den Tempel des wütenden Sturms. Ihr findet ihn inmitten des südlichen Dschungels. Wie ihr wünscht. Es wird wahrscheinlich nicht so leicht sein. Bin ich mir zu 100% sicher. Oh, Verstanden. Warte mal. Angriff! 500 Gold, das sieht man doch immer gerne. Verstanden. Verstanden. Jawohl. Es gibt kein Zurück. Oh no. Ein Erdbeben. Unsere Mauern wurden zerstört und meine Siedler sind in Furcht und Schrecken wegen des Fluchs. Ich dagegen fürchte mich mehr vor Kana. Sendet Stein für eine neue Mauer, während ich meinen Leuten Mut zuspreche. Ihr habt den zweiten Tempel zerstört, aber meine Brüder sind noch immer verunsichert. Ihr könnt nun mit uns Handel treiben, damit ihr unser Vorhaben schneller voranbringen könnt. Euer letztes Ziel ist der Tempel der elementaren Kraft. Seine Zerstörung wird den Siedlern Hiduns die Furcht vor Erdbeben des göttlichen Zauns nehmen. Er liegt nordöstlich von Almeti, hinter dem Lager Pratans. Ein Karren wurde ausgesandt. Gut. Ich danke euch. Falls Kana bemerkt, dass wir euch unterstützen, verschafft uns diese Mauer besseren Schutz vor ihr. Ich frage mich nur, wie Kana das noch nicht bemerkt haben kann, dass wir Unterstützung kriegen. Aber ist okay. Lass uns einfach mal so, wie es ist. Wir werden jetzt wahrscheinlich mit uns Eisen handeln können. Prafats Feldlager. Was? Nein? Oh Gott.
Unsere Kooperation ist kein Geheimnis mehr. Ein verängstigter Siedler hat uns verraten. Karna wird Rache an uns nehmen. Bitte helft uns. Alleine werden wir uns nicht verteidigen können. Hoppla. Ah ne, ich den gerade noch aufbauen. Das Schöne ist jetzt, wir haben wieder so viel Geld, dass wir was machen können. Und da kommen sie auch schon. Alter, die verkacken ja schon da oben. Alter. Was können die eigentlich? Das waren ja bloß 6 Schützen insgesamt gesehen. Nehmt die Mauern ein! Großen Mut bewiesen. Mögen wir weiter, Seite an Seite mit euch siegreich sein. Ich unterstelle unsere Kämpfer eurem Befehl. Ameti wird neue Krieger ausbilden. Heuert sie an, wenn ihr Unterstützung benötigt. Würde ich gerne. Ich habe bloß logischerweise irgendwie nicht unbedingt die nötigen Kapazitäten dafür. Aktuell. Das wird mir später sehr hilfreich sein, da bin ich sehr zuversichtlich. Schon unterwegs. Nur für den aktuellen Fall, ja, nicht wirklich und so. Unsere Truppen werden angegriffen. Stürmt los. Schöne ist, wir sind jetzt besser vorbereitet als vorher. Stürmt los. Wir haben die ja vorher schon komplett fertig gemacht. Angriff! Es gibt kein Zurück! Es hat viel Zeit und Mühen gekostet, Hidun vor meinem Fluch erzittern zu lassen. Und ihr zerstört meine Tempel? Ha! Eure Anstrengungen sind vergebens. Prapat wird in Tela mein Werk vollenden. Ohne Hauptstadt ist das Reich verloren. Und ihr? Euch erwartet meine Rache! Okay. Wie ihr wünscht. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob sie mich gleich angreifen wird oder nicht. Gut, ich meine, es gibt aber bloß einen Weg, den sie wirklich nehmen kann. Verstanden. Deswegen würde ich vielleicht schon fast gar warten bis zur... Oder soll ich das riskieren? Ich weiß halt nicht, wie viel das bringen wird, so. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Und was handeln die da? Mit nix von Belangen für mich. Angriff! Verstanden. Nehmt diese Fackeln. Kämpft weiter. Komm schon, geht doch wenigstens kaputt. Jawohl. Verstanden. Schon unterwegs.
Schon unterwegs. Verstanden. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Jawohl! Schon unterwegs. Müssen wir nicht zum Glück nicht so viel sein. Das Lagerhaus ist voll. Turmplatz. Turnierplatzlager zählt. Ich muss jetzt so lange warten, bis ich den wieder fackeln habe. Verstanden. Fuck. Wie ihr wünscht. Nee, oder? Gut, die würden auch tatsächlich schon reichen für das Teil da, zum Zerstören. Aber die haben es jetzt auch gemerkt, das passt nicht, okay. Das Lagerhaus ist voll. Oh fuck, die unsere Verbündeten werden angegriffen. Ganz andere Idee. Fuck. Die Regenzeit hat eingesetzt. Ah nee, doch nicht. Oh, Gott sei Dank, dann kommen wir jetzt nicht hier hinter, ey. Jawohl. Nehmt diese Fackeln, wie ihr wünscht. Kämpft weiter! Zerstört es. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Hiduns Fluch hat die Heimstätten seines Schreckens verloren. Der letzte Tempel ist vernichtet. Amethis Siedler schöpfen neue Hoffnung. Seid euch unseres Dankes gewiss. Errichtet einen Handelsposten und wir werden euch mit Eisen beliefern. Das sind gute Nachrichten. Das Eisen aus Amethi können wir gut gebrauchen. Lasst uns den Handelsposten errichten. Eure schändliche Tat ruft nach Vergeltung. Bereitet euch auf meinen Angriff vor. Oh shit. Das Lagerhaus ist voll. Ja, ich weiß. Das Ding ist halt, das ist halt ein echt scheiß Zeitpunkt jetzt gerade gewesen. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Aber immerhin ist sie fair, ich meine. Eure schändliche Tat ruft nach Vergeltung. Bereitet euch auf meinen Angriff vor. Immerhin ist sie so fair und sagt das zu uns. Verstanden. Als... Das Lagerhaus ist voll. Schon unterwegs. Ey, ich hab grad so Pech, ne? Okay. Die Regenzeit ist vorüber. Das Lagerhaus ist voll. Wie ihr wünscht. Stürmt los! Ah, es geht doch schon kaputt. Okay. Gut. Jawohl. Jawohl. Schon unterwegs. Außer du, Markus, du bleibst da unten.
Was ich jetzt allerdings machen werde, ist eine Schwertkampfkaserne und logischerweise einen Schwertschmied bauen. Ist dieses eine Feld hier am Weg? So. Klappt das wenigstens, dass sie sich nicht gleich angreifen? Hier passt. Verstanden. Handelsposten. Ich habe kein Gold mehr. Was? Das Lagerhaus ist voll. Wie das denn? Wie habe ich jetzt kein Geld mehr gekriegt? Verstanden. Okay. Also nicht okay, ne? Aber ja. Ich glaube, ich habe das alles auch irgendwie viel zu früh gemacht. So. Oh Mann. Ich habe jetzt noch 8 Minuten für den Handelsposten und danach dann noch. Ein Karren wurde okay. Ausgesandt. Der Handelsposten ist unterwegs. Das ist sehr schon gut. Schon unterwegs. Einen Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten beginnen. Der Handelsposten ist eröffnet. Nun sollten wir uns über den Handel Eisen verschaffen und mit dem Aufbau eines Heeres beginnen. Das Wann Lagerhaus ist voll. Wann habe ich dieses Grundstück hier eigentlich gekriegt? Und warum? Ich habe es dann einfach irgendwie random bekommen. Interessant auf jeden Fall. Ich habe einfach random dieses Grundstück bekommen. Ja, ich werde es auf jeden Fall nicht schaffen, Einheiten zu rekrutieren. Rechtzeitig. Oh, fuck. Vielleicht sollte ich hier auch mal noch ein Torhaus reinbauen. Das Lagerhaus ist voll. Okay. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Okay. Er ist zumindest mal unterwegs. Meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Mein Heer wird Rache für die Zerstörung meiner Tempel nehmen.
Eure unnütze Einmischung in meine Angelegenheiten soll euch jetzt zum Verhängnis werden. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Verstanden. Warum bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass sie sogar recht behalten wird und ich einfach voll eine aufs Maul krieg jetzt gleich. Na, gesagt, ich kann Holz mehr. Aber Eisen habe ich jetzt da, ja. Also die, ich kann auf jeden Fall bald einen Schwertkampfbataillon bauen. Das ist zumindest mal etwas Positives an der Sache. Wie ihr wünscht. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Okay. Das lasse ich mal, aber ich baue eine neue. So. Und eine Metzgerei könnt ihr eigentlich nochmal bauen. Oh. Oh. Uff. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Okay, die Einheiten, die kommen. Das sind zum Glück gar nicht so heftig viele, wie ich gedacht hatte, dass es sind. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Hä? Glaubt ja nicht, dass ihr ungeschoren davonkommt. Sollte dies mein Untergang sein, werde ich euch mit in den Abgrund reißen. Noch ist es nicht vorbei. Noch nicht. Es ist an der Zeit, dass wir zum Gegenschlag ausholen. Wir müssen Kana ein für alle Mal besiegen und mit einem Heer nach Nakata ziehen. Das Lagerhaus ist voll. Ich bin mir zu 100% sicher, das war gerade ein Bug. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Wobei ich mir wiederum sicher bin, dass die vielleicht... Kanas Festung ist im Süden schwächer gesichert. Vielleicht gelingt es euch, mit Hilfe eines Belagerungsturms die Mauern zu überqueren. Also ich... Wir haben einen Boten Kanas auf dem Weg über den Heiligen Berg abgefangen. In der Nachricht, die er bei sich trug, fordert Kana ihre Heimat auf, alle vorhandenen Ressourcen gegen euch zu mobilisieren und Truppen zu entsenden, wenn die Signalfeuer brennen. Wir sollten uns nicht in Sicherheit wiegen. Kana kann immer noch die Signalfeuer entzünden. Drei Holzschalte stehen hier oben im Norden am Fuße des Berges. Verhindert, dass alle drei Feuer brennen, sonst wird Kana ihre Verstärkung doch noch erhalten. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jawohl. Also ich bin mir zu 100% sicher, das war gerade ein Bug. Das Lagerhaus ist unterwegs. Vielleicht wegen der Regenzeit, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es das eben der ausschlaggebende Punkt dafür war. Schon unterwegs.